Hallo, wir sind Kraftklub. This is Jennifer Lopez. Mr. Leo Chico P, Mr. Worldwide. You are now officially listening to Rock Queen. Wir verabschieden uns in den Sommerurlaub. Ich fliege nach Mallorca, meine Französin Jaël in ihre Heimat Saint-Tropez und Tanja macht Urlaub in Holland. Nein, ich werde nicht Fahrrad fahren und ich werde keine Tulpen kaufen und ich werde keine Käseräder vor mir herschieben. Genau da ist es. Die sind alle irre in diesem Laden, ehrlich. Ab morgen ist Torben für euch am Start und vertritt uns die nächsten 3 Wochen. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Die Rock Green Morning Show. Immer montags bis freitags ab 5:30. Und natürlich nur mit UFM. Young Fresh Music. 16:27 Uhr. Jetzt Jung, Hessen und die Welt mit Theresia. UFM Update. Formel-1-Pilot Fernando Alonso hat den großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring gewonnen. Zweiter wurde Weltmeister Sebastian Vettel nach einem spektakulären Überholmanöver in der vorletzten Runde. Vettel hat noch nie beim großen Preis von Deutschland gewonnen. Seine Begründung sah nach dem Rennen so aus. Der Start war nicht so gut, kam nicht so gut weg und musste mich dann doch ziemlich heftig wehren gegenüber dem Michael. Dann, glaube ich, hatten wir phasenweise immer guten Speed im Auto, aber leider nicht genug, um entscheidend dicht dran zu kommen. Fernando war wirklich stark, gerade auf die lange Gerade drauf. Trotzdem habe ich alles gegeben, am Ende noch den Jensen wieder geschnappt. Also schauen wir mal, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Irgendwann muss es ja klappen. Insgesamt waren 4 Deutsche in den Top 10, darunter Michael Schumacher auf Platz 7. Das Occupy-Lager vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt muss voraussichtlich von der Polizei geräumt werden. Die Bewohner wollen bleiben und sich nicht an die Aufforderung der Stadt halten, das Protestlager bis spätestens 31. Juli aufzulösen. Das haben die Aktivisten angekündigt. Der Frankfurter Ordnungsdezernent hatte den Occupy-Campern am Freitag gesagt, dass sie bis Ende Juli weg sein müssen. Grund sind zu viel Müll und nicht gezahlte Stromrechnungen. Norwegen hat heute den Terroranschlägen von Oslo und Utøya mit den 77 Todesopfern erinnert. Die Attentate des rechtsextremen Massenmörders Breivik sind heute genau 1 Jahr her. Ministerpräsident Stoltenberg hat gesagt, dass die Tragödie die Norweger enger zusammengeschweißt hat. Der Attentäter habe sein Ziel nicht erreicht, das Land zu verändern. In Washington hat die Welt-AIDS-Konferenz angefangen. In den kommenden 5 Tagen sprechen rund 25.000 Teilnehmer aus aller Welt über die Fortschritte im Kampf gegen die Krankheit. Weltweit sind momentan rund 34 Millionen Menschen mit HIV infiziert. Das sind mehr als je zuvor. 2 Wochen nach der Flutkatastrophe in Südrussland hat die Polizei 3 ranghohe Behördenvertreter festgenommen. Sie sollen die Bewohner nicht rechtzeitig vor den Fluten gewarnt und damit den Tod von Menschen mitverursacht haben. Das hat ein Justizsprecher einer Nachrichtenagentur gesagt. Bei den Fluten waren insgesamt 172 Menschen ums Leben gekommen. Das UFM-Update. Kurz, klar und alles drin. Im Moment in Kassel an der Willi-Allee 18 Grad, ebenso in Fulda im Schlosspark und in Darmstadt Zentralstation, da im Moment 21 Grad. 23 Grad sind heute Nachmittag maximal möglich im Universe, dazu wirklich viel Sonne hier und da, auch ein paar Wolken am Start, die sind harmlos, da kommt heute kein Regen raus. Heute Abend lösen sich die Wolken dann so langsam auf, deswegen wird es heute Nacht frisch, 5 bis maximal 11 Grad. Morgen am Montag dann sehr, sehr freundlich zum Start in den Tag, viel Sonne, zum Teil sogar bis zu 15 Stunden Sonnenschein morgen im Universe. Bei 22 bis 26 Grad wird es noch mal wärmer als heute. Es ist an diesem Sonntagnachmittag extrem viel los auf den Straßen. Wir starten auf der A3 Würzburg-Köln zwischen Frankfurt Süd und Kelsterbach. 7 Kilometer Stau nach einem Unfall. 3 Spuren sind da im Moment dicht. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wenn es geht, läuft es für euch besser in Richtung Köln. Ab dem Frankfurter Kreuz über die A5 zum Nordwestkreuz Frankfurt. Dann weiter über die 66 zum Wiesbadener Kreuz. Und von dort könnt ihr dann wieder zurück auf die A3 in Richtung Köln. A4 Erfurt-Kirchheim zwischen Bad Hersfeld und Kirchheimer Dreieck. 3 Kilometer Stop and Go. Autobahn 7, Kassel-Fulda zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West, 3 Kilometer stockend. 18 Kilometer Stau im Moment auf der A7 Fulda-Kassel zwischen Niederaula und Homberg-Efze. Die Unfallstelle ist da allerdings geräumt, das heißt, das Ganze löst sich dann so langsam auf. A45 Aschaffenburg-Dortmund zwischen Gießen-Lützelinden und Wetzlar-Ost, 5 Kilometer Stau wegen eines brennenden Fahrzeugs. Und noch eine Meldung für den Main-Taunus-Kreis. In Kriftel ist die Kreisstraße 822, also die Frankfurter Straße zwischen dem Kreisel und der A66 Anschlussstelle Frankfurt-Zeilsheim nach einem Unfall gesperrt. Trotz allem euch eine gute Fahrt. Hier ist UFM. Die Road Show mit Mattis. Guten Tag. Und Rob Green. Schöne Grüße vom Langewalsee. Hier scheint die Sonne und hier gibt's keinen Stau.
Ja, ist doch schön, oder? Gut. Höchsten Stau vor dem See? Nee, auch nicht. Also okay. Jeder kriegt so seinen Platz hier. 16 von 20 Tickets für die Nacht der Clubs haben meine Handballer und Handballerinnen von der HSG Mörfelden. Sieht noch gut aus. Ja, die letzte Stunde war recht erfolgreich für uns. Wir haben alle Spiele bis dahin gewonnen. Wir wollen also auch das nächste noch gewinnen, liebes Universe. Deswegen jetzt anrufen. Juli 069 55 30 40. Ihr bekommt Tickets für die Nacht der Clubs 2012. 2012. 12. Ja, ja.